Wenn man nicht will, dass Wild zu sehr nach Wild schmeckt, sollte man es vorher marinieren oder beizen. Sehr beliebt ist beispielsweise Rotweinmarinade. Sie ist einfach herzustellen. Thymian hacken, Zwiebel kleinschneiden und Knoblauch würfeln. Mit Rotwein, Öl, Maggi-Würzmischung 1 und Tomatenmark vermischen. Das Fleisch mindestens 12 Stunden marinieren, besser noch über Nacht. Buttermilchmarinade wird häufig dafür verwendet, starken Wildgeschmack zu mindern. Dafür wird Buttermilch mit Knoblauch, Maggi-Würzmischung 1 und gehacktem Rosmarin vermischt. Zitrusgewürzbeize ist etwas aufwendiger herzustellen. Wacholderbeeren leicht zerstoßen. Rosmarinnadeln von den Zweigen abzupfen. Orangen- und Zitronenschale abschälen. Unbedingt unbehandelte Zitrusfrüchte benutzen und vorher heiß abwaschen. Zusammen mit Salz, Zucker, Piment- und Pfefferkörnern und einer Prise Fondue vermischen. Das Fleisch mit der Beize einreiben und über Nacht zugedeckt in den Kühlschrank stellen. Tiefgefrorenes Wild sollte nicht mariniert werden, es wird zu trocken. Mit diesen drei Methoden wird frisches Wild zart und schmeckt richtig lecker.